Ich hasse niemanden. Ich mag mich. Der Blick einer diabolischen Legende. Charles Manson, krimineller Guru. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil 7 Menschen auf seinen Befehl ermordet wurden. Auch die Schauspielerin Sharon Tate. Doch um Manson entstand ein Kult. Weltweit inspiriert er Künstler. Sein Bild provoziert noch heute. Im Gefängnis posieren ehrfürchtige Fans mit ihrem Idol. Das ist die Geschichte von Charles Manson, der das Ende der Hippie-Ära einläutete. Die Geschichte des Mannes, der sich wie ein Hippie gab, doch zu einer Ikone des Verbrechens wurde. Am 16. Juni 1970 beginnt in Kalifornien der Prozess gegen Charles Manson. Die Anklage wirft ihm vor, für 2 Mordserien verantwortlich zu sein. Ein Motiv war nicht erkennbar. Mansons Komplizinnen waren unauffällig, 3 junge Mädchen. Eines der Opfer war ein Filmstar, die Schauspielerin Sharon Tate, Ehefrau von Roman Polanski und im 8. Monat schwanger. Sie starb durch 16 Messerstiche. Während dieses Prozesses stand ein Mann im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit, der bis heute als Inbegriff des Bösen gilt. Charles Manson unterscheidet sich in vielen Aspekten von bekannten Serienmördern. Am auffälligsten ist, dass er seine Opfer nicht eigenhändig umbrachte. Keiner der Ermordeten wurde von ihm berührt. Er war ein Mystiker und Guru. Aus seinen Anhängern formte er ein Tötungskommando, das in seinem Auftrag mordete. Mansons ikonenhaftes Gesicht prangte auf den Titelseiten der Zeitschriften und wurde massenhaft verbreitet. So bekam es rasch symbolhaften Charakter. Es war der seltsamste Prozess, über den ich je schrieb. Er war das Symbol für alles, was in den 60ern schieflief. Das Symbol für den verrotteten Geist der 60er. Charles Manson. In der Geschichte von Charles Manson fließen einzigartige historische Ereignisse zusammen. Zu dieser Zeit fanden in der ganzen Welt revolutionäre soziale Umwälzungen statt. Manson fasziniert auch deswegen, weil er als Teil dieser Epoche wahrgenommen wird. Eine Periode voller Aufruhr und Protest. Vietnamkrieg, Demonstrationen, Rassenunruhen, die Ermordung von Politikern. Es schien, als würde die Jugend in den USA dem Establishment davonlaufen. Der American Way of Life war nicht mehr zwangsläufig auch der amerikanische Traum. Die junge Generation traf sich auf der Straße, wollte gemeinsam Neues ausprobieren. Das vorgefertigte Leben der alten Generation erschien ihnen als Zwangsjacke. Zivilrechte wurden erkämpft, Gleichberechtigung von Frauen und Homosexuellen, Generationenkonflikt. Es war so viel los und Manson erschien als das Böse in Person. Es war das Ende von Amerikas Unschuld. Manson zerstörte die Hippie-Mythologie in diesen 2 Nächten der Massaker. Sie haben ein Kreuz auf Ihrer Stirn. Kann ich es sehen? Für was steht es? Die Nazis. Sie sind tot, aber eine Menge anderer Menschen starben auch. Kann es sein, dass Sie etwas gegen Juden haben? Nein, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich hasse niemanden. Ich mag mich. Für die Öffentlichkeit ist Manson ein Bild.
Ein Mann mit dunklen Augen und einem hypnotischen Blick. Und einer Swastika-Tätowierung auf der Stirn. Eine Variante des Kreuzes, das er vor etwa 50 Jahren bei seinem Prozess zur Schau stellte. Ein vage, mystisches Kreuz, dem Symbol von Charles Manson. Er ist das perfekte Beispiel für jemanden, der sich von der Gesellschaft losgesagt hat. Durch das X hat er sich aus der Gesellschaft herausgestrichen. Manson wurde in Cincinnati, Ohio, geboren und wuchs ohne Vater auf. Schon früh war er ein Außenseiter. Seinen ersten Überfall verübte er im Alter von 13 Jahren. Der Start einer kriminellen Karriere. Im Englischen sagt man Street Smart oder Streetwise. Diese Cleverness, auf der Straße zurechtzukommen, hat sich bei ihm negativ entwickelt. Nach Verbüßung einer dreijährigen Haftstrafe weigert sich Mansons Mutter, ihn wieder bei sich aufzunehmen. In seiner Teenagerzeit pendelte er zwischen Erziehungsanstalten und Gefängnissen. Er musste lernen, sich hinter Gittern zu behaupten. Manson ist ein schmächtiger Mann und klein. Gerade mal etwas über 1,50 Meter misst er. Im Gefängnis musste er sich aber verteidigen. Und das tat er mit seinem Talent zu reden. Er sagte den Menschen das, was sie hören wollten, um sie zu manipulieren. Charles' Stärke war sein Charisma. Ein manipulatives Wesen mit der Fähigkeit, das Denken anderer Menschen zu beeinflussen. Dies hatte er sein Leben lang trainiert und es als Überlebensstrategie angewandt. "1960 war Manson 26 Jahre alt und wurde wegen Zuhälterei zu 7 Jahren Haft verurteilt. In dieser Zeit lernte er viel über die Manipulation anderer Menschen. Ein Bekannter erzählte ihm von einer neuen, kontroversen Religion namens Scientology. Auch wenn er die Lehre von Scientology nicht angenommen hat, lernte er doch die Prinzipien, wie man Menschen an sich bindet. Vor allem schwache Menschen, die in Not sind. Dies war wichtig, um später seinen eigenen Kult zu gründen. In den frühen 60ern war die Beatlemania auf dem Höhepunkt. Manson hörte die englischen Bands im Gefängnis. Und das Kreischen der Mädchen, wenn sie auf ihre Idole trafen. Zu dieser Zeit waren die Beatles unbeschreiblich erfolgreich. Es war wie eine Religion. Die Beatles waren der erste Publikumsmagnet überhaupt. Sie zogen Menschenmassen an. Und das überall auf der Welt. Ein Charakter wie Manson, dem es um Macht und Manipulation ging, faszinierte dieser Erfolg auf eine ganz besondere Weise. Im März 1967 verließ Charles Manson das Gefängnis. Er war nun 33 Jahre alt und Amerika hatte sich total verändert. Er fuhr nach San Francisco und suchte Hippies. Junge, coole Leute mit langen Haaren und der Attitüde von und für die Liebe alleine zu leben. Es war schön, es war cool. Musikjournalist Sascha Reims war damals hautnah dabei und erlebte Legenden wie Keith Richards auf den Hippie-Treffen in dieser Zeit. Das Leben war leicht. Es hatte etwas Paradiesisches. Wir waren damals alle Hippies, hatten Haare bis hier unten und trugen Blumenkleider, wie eine Art Uniform. Der Außenseiter Charles Manson tauchte in die rebellische Jugendkultur ein. Seine kriminelle Vergangenheit spielte hier keine Rolle. Stattdessen manipulierte und scharte er Jugendliche um sich.
Eine von ihnen war Lynette Squeaky Fromm. Sie wurde von ihrem Vater zu Hause rausgeworfen und war orientierungslos. Manson tauchte auf, setzte sich zu ihr und sprach, »Dein Vater hat dich rausgeworfen, ja?« Und sie dachte, er hätte hellseherische Fähigkeiten. Er bot ihr an, sie nach San Francisco mitzunehmen. Dort würde ein spannenderes Leben auf sie warten. Und sie stieg zu ihm in den Bus und kam nie wieder zurück. Sie sagte, wir ließen uns vom Wind treiben. In ein paar Wochen sammelte Manson rund 20 junge Leute um sich. Sie nannten sich The Family. In einem ausrangierten Schulbus fuhren sie herum, schliefen in Farmen am Wegesrand. Sie suchten ihren Platz im Leben. Die Politik bot hierfür keine Lösung. Es herrschte eine Suche nach Weisheit, Spiritualität und dem richtigen Leben. Zu wissen, wie man liebt, wie man in Harmonie lebt. Das war das Schlüsselwort jener Zeit, Harmonie. Es war keine leichte Suche. Manson verwandelte diese Utopie nach und nach in eine Sekte. Er suchte gezielt nach schwachen Menschen, die ihm folgen. Scott Michaels ist Gründer der Helter Skelter Tour, einer Führung zu den wichtigsten Stationen der Manson-Tragödie. Diese Mädchen wollten ihm gefallen. Er war eine Vaterfigur für sie. Sie wollten ihn nicht enttäuschen. Manson brachte seine Anhänger dazu, ihre Werte aufzugeben. Sie waren überzeugt, er ist ein Gott auf Erden. Er benutzte Schlafentzug, um seine Anhänger umzupolen. Regelmäßig riss er sie nachts aus dem Schlaf, um ihnen seine Glaubensgrundsätze einzutrichtern. Manson predigte seinen Anhängern, dass es bald eine Apokalypse geben werde. Sie glaubten ihm jedes Wort. Er berief sich darauf, dass er diese Botschaft von den Beatles persönlich in ihrem Song Helter Skelter empfangen habe. Für Manson waren die Worte Helter Skelter der Name für eine nahende Revolution, in der die Schwarzen die Macht übernehmen würden. Die Weißen würden ausgelöscht werden, bis auf die Manson Family, die in einer Höhle in der Wüste Zuflucht finden werde. Es ist schwer, ernsthaft über diese kruden Ideen zu sprechen. Sie sind so lächerlich. Am 8. August 1969 rief Manson seine treuesten Anhänger zu sich. In dieser Nacht schwor er sie auf seine finstere Vision und seine Philosophie des Tötens ein. Gott ist überall, in allen Dingen und allen Menschen. Es gibt also kein Gut und kein Böse und damit auch keinen moralischen Rahmen. Wird ein Mensch getötet, erlangt er dadurch schneller Zugang zum ewigen Leben. So wird Töten zu einem Akt der Liebe. So predigte Manson seine Philosophie des Tötens. Wenn Leben nichts zählte und du nur sein Instrument warst, war klar, was er meinte, wenn er sagte, macht etwas Verhextes. Er sprach davon, Menschen zu töten. Ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, zogen Mansons Gefolgsleute aus, um in den noblen Anwesen von Los Angeles blutige Massaker zu begehen. Tragischerweise wurden sie dadurch berühmt. August 9, 1969. Los Angeles erwacht. Als Linda Deutsch an diesem Morgen ihre Redaktion anrief, erfuhr sie, dass ein grauenvoller Mord geschehen war. Opfer war die 26-jährige Schauspielerin Sharon Tate, im achten Monat schwanger. 16 Mal wurde auf sie eingestochen.
Sie spielte in erfolgreichen Filmen wie dem Tanz der Vampire mit und war mit dem Regisseur Roman Polanski verheiratet. Sie war eine atemberaubende, blonde Schönheit und bekannt für ihre herzliche Art. Alle liebten Sharon. Roman Polanski war gerade im Ausland. Auf dem Grundstück lagen Sharon Tate und 4 weitere Tote. 3 Freunde und ein zufälliger Besucher, ebenfalls erstochen. Mit dem Blut der Opfer schrieben die Mörder Nachrichten an Wände und Türen des Hauses. Das Wort Pig, übersetzt Schwein, wurde als Beschimpfung der Polizei interpretiert. Auf Helter Skelter konnte sich lange Zeit niemand einen Reim machen. Ein Tag später wurde in diesem Haus am anderen Ende der Stadt ein Ladenbesitzerpaar niedergemetzelt aufgefunden. Es regierte die Angst. Die Polizei tappte 3 Monate im Dunkeln. Es war Susan Atkins, eine Angehörige der Manson-Family, die die Behörden auf die Spur von Charles Manson brachte. Während sie in Los Angeles eine Haftstrafe wegen Autodiebstahls verbüßte, erzählte sie einer Mitgefangenen von ihrer Beteiligung an den Morden. Die Presse war außer sich. Der blutige Mord an der Schauspielerin Sharon Tate durch eine diabolische Sekte sorgte für Schlagzeilen. Journalisten waren fasziniert vom Konterfei Charles Mansons. Sein Gesicht changierte zwischen christlicher Anmutung und diabolischer Gestalt. Dieses Polizeifoto, auf dem Manson mit weit aufgerissenen Augen fotografiert wurde, ging um die Welt. Der Mythos um Manson begann mit diesem Cover des Life-Magazins. Dieses Bild von ihm, mit verrücktem Blick und wirren Haaren, war allgegenwärtig. Journalisten interviewten Angehörige der Manson-Family, die in ihrem Guru einen Mystiker sahen, der tote Vögel wieder zum Leben erweckte und mit Schlangen spielte. Sie erzählten es so vielen Reportern, dass es tatsächlich gedruckt wurde. Es folgten 7 Monate Gerichtsverhandlung im Blitzlichtgewitter. Manson gab sich entspannt. Sein Auftritt glich dem eines Rockstars. Vor dem Gerichtsgebäude sammelten sich junge Leute, um Manson im Prozess zu unterstützen. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen ist paradox. Einerseits ist es abstoßend, doch für einige Hippies war es auch attraktiv. Die Inszenierung rund um den Gerichtsprozess überstrahlte den Horror der Morde. So zog Mansons wirre Botschaft auch später mehr und mehr junge Menschen in ihren Bann. Manson wurde zum Tode verurteilt. Eine Gesetzesänderung wandelte die Todesstrafe zu lebenslanger Haft. Doch sein Einfluss auf die Gesellschaft als das personifizierte Böse hielt an. 1974 veröffentlichte der im Manson-Prozess ermittelnde Staatsanwalt das Buch Helter Skelter. Es verkaufte sich über 7 Millionen Mal. In Mansons Geschichte manifestierten sich die Themen der späten 60er. Man kann zum Beispiel ein Buch über Mansons Verhältnis zur Rassenfrage schreiben oder über sein Verhältnis zur Kunst. Man könnte sich wieder in einem anderen Buch, aber auch nur mit seiner Kindheit beschäftigen. Hätten wir es mit einer schlichter gestrickten Person zu tun, wäre die Öffentlichkeit längst nicht so interessiert. Über 200 Bücher beleuchteten im Laufe der Jahre die Manson-Story von allen Seiten. Charles Manson war so populär, dass er sogar in der Detektivserie Columbo auftauchte. Es wird immer wieder ein neues Buch veröffentlicht oder eine Dokumentation. Und jedes Mal, wenn einer der Täter Gnadenersuche einreicht, wird berichtet. Seit den 80er Jahren gab Manson mehr und mehr Fernsehinterviews. Für die Journalisten schien die Begegnung mit Manson wie der Besuch in einem Raubtierkäfig.
Auch Stéphane Bourguin traf ihn zu dieser Zeit. Sein stechender Blick fesselte mich. Ich hatte den Eindruck, dass er niemals blinzeln musste. Dieser starre Blick ist durchdringend und anziehend zugleich. Es stimmt, dass Manson eine starke Aura der Macht umgibt. Wenn man ihn trifft, versteht man das sofort. Charles Manson sitzt nach wie vor im Gefängnis in Kalifornien. Mit über 80 Jahren schafft er es immer noch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Beispielsweise durch eine Internetseite, die sich dem Umweltschutz widmet. Hier stilisiert er sich als politisch Verfolgter im Krieg mit der umweltverschmutzenden amerikanischen Industrie. Du kannst den Krieg nicht stoppen, aber du kannst ihn in eine andere Richtung lenken. Das Problem ist die Umweltverschmutzung. Aber nicht nur sein fesselndes Charisma sorgt für Mansons Berühmtheit. Ihn umgibt stets auch der Ruch von Sex und Drogen. In gewisser Weise steht Manson für die dunkle Seite der sexuellen Revolution, die die 60er Jahre so geprägt hat. Liebe war das Schlüsselwort der Hippie-Ära. Jeder liebte jeden und teilte alles miteinander, auch den Sex. In Literatur und Film waren Zensur und Jugendschutz verpönt. Die Leute zeigten sich und ihre Körper. Diese Generation öffnete verschlossene Türen. Jeder wollte mit jedem ins Bett. Die Anti-Baby-Pille machte es möglich. Und es war auch nicht länger verpönt. In Kalifornien wurde man geradewegs dazu ermutigt. Die Bahn schien frei für Abenteuer, freie Liebe und Sex. Charles Manson hatte kein Problem mit der sexuellen Revolution. Mädchen, Junge, Mädchen, 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 Junge. Ihm war alles recht, solange er der Alphamann blieb. Sein Bus wurde zum Schauplatz einer wahren Orgie. Er benutzte die Hippie-Philosophie, um mit allen Mädchen seiner Gruppe zu schlafen. Um sie rumzukriegen, erzählte er ihnen, er sei der Gott des Beischlafs. Und das funktionierte. Die jungen Mädchen hatten mit ihrer Familie gebrochen und waren total verloren. Von Manson schienen sie wie verhext. Patricia Krenwinkel war eine Ausreißerin. Sie litt unter ihrer starken Körperbehaarung. Stellen Sie sich also eine orientierungslose 19-Jährige vor. Sie war verwirrt. Und Manson sagte zu ihr, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Komm und lebe mit mir. Natürlich ging sie mit ihm. In Wahrheit basierten Mansons legendäre Verführungskünste zum Großteil auf einer Substanz, LSD. Manson nahm selbst auch LSD, aber immer nur sehr wenig. Mehr, um den Mädchen vorzumachen, dass es schon okay sei. LSD wurde 1943 als Medikament gegen Depressionen entwickelt. Seine stark halluzinogenen Nebenwirkungen ließen es jedoch zu einer der beliebtesten Drogen der 60er werden. Wir nahmen LSD, um unsere Sicht auf das Leben zu verändern. Manson wusste, wie gefährlich LSD war. Trotzdem benutzte er es, um sich junge Menschen gefügig zu machen. Unter dem Einfluss von LSD hielt Manson Zusammenkünfte ab. Dann trichterte er ihnen seine absurde Philosophie ein.
Vor allem die Ansicht, dass es den Tod gar nicht gibt. Er tat ihnen viel an. Er behauptete, er sei Jesus Christus. Sie hängten ihn an ein Kreuz. Die Mädchen schworen, dass Flammen aus seinen Augen und Fingern loderten. Tage, Nächte, manchmal sogar ganze Wochen dauerten die LSD-Trips der Mädchen. Manson bestimmte, wer wie viele Drogen bekam. So wurden sie von ihrem Guru abhängig und zu gefügigen Sexobjekten. Wenn sie während ihrer LSD-Rausche Sex hatten, machte er ihnen kurz vor dem Höhepunkt vor, ihr Vater zu sein. Nach und nach verwandelten sie sich in Zombies. Es setzte Schläge, wenn sie nicht alles taten, was er von ihnen verlangte. Manson setzte Sex als Mittel ein, um zu bekommen, was er wollte. Die Frauen wurden zur Verhandlungsmasse. Sie mussten mit den Männern schlafen, die für Manson Drogen verkauften. Sie zogen in die Baracken einer Ranch, auf der früher Filme gedreht wurden. Der Besitzer war etwa 80 Jahre alt und beinahe blind. Einige Mädchen boten ihm Sex an. Im Tausch konnten sie mietfrei auf der Ranch wohnen. Durch Drogen und Manipulation schaffte es Manson, seine Anhänger zu Werkzeugen zu machen. In den beiden blutigen Nächten des Sommers 69 brachten sie insgesamt 7 Menschen um. Während des Prozesses wurde er verehrt. Die bedingungslose Hingabe schuf in der Öffentlichkeit das Bild eines übermächtigen Frauenmagneten. Und selbst im Gefängnis scheint Mansons Faszination auf Frauen ungebrochen. Durch den Horror seiner Verbrechen entwickelte sich ein mythisch überhöhter Personenkult. Bis heute hat er Anhänger. Er bekommt tausende Briefe im Jahr, fast alle von Frauen. Die Legende ist noch heute allgegenwärtig. Im Jahr 2010 lernte Afton Burton Charles Manson im Internet kennen. Er war damals 76, sie 22, und sie sah den Mädchen der Manson-Family verblüffend ähnlich. Sie sah fast so aus wie Susan Atkins. Sie kam aus dem Mittleren Westen und besuchte ihn. Sie wollten heiraten. Das war die letzte Geschichte, die ich über Manson geschrieben habe. Ich wusste, dass es sehr unwahrscheinlich sein würde. Sie konnten am Ende nicht heiraten. Irgendjemand erzählte, sie hatte große Pläne, nach Mansons Tod seinen Leichnam zusammen mit ein paar Geschäftspartnern irgendwo zur Schau zu stellen oder irgend sowas. Naja, alles, was mit Manson zu tun hat, ist verrückt. Hexenmeister, Guru und Sexgott. Charles Manson hat alles, was ein gefährlicher Mythos braucht. Aber die Geschichte geht noch weiter. In den frühen 90ern suchte der Metal-Musiker Brian Warner ein Pseudonym. Er koppelte Mansons Namen mit dem von Marilyn Monroe. Eine Kombination aus Glamour und Gewalt, den zwei großen Gesichtern Amerikas. So wurde der Manson-Mythos weiterverbreitet als Symbol für das Böse schlechthin. Einige Musiker sind der Auffassung, dass Charles Manson eine Omnipräsenz habe, ähnlich der von Jesus Christus, der Jungfrau Maria oder Hitler.
dass er unsterblich geworden sei. Es gibt eine Fixierung auf den Mythos um Manson. Dadurch wird er für die unterschiedlichsten rebellischen Genres interessant. Von Rap bis Metal. Marilyn Manson war nicht der erste Star-Musiker, der sich für Charles Manson interessierte. Vor den Morden war Manson unter anderem auch mit Neil Young und den Mamas and the Papas unterwegs. Er feierte wilde Partys in Los Angeles, Schulter an Schulter mit Steve McQueen und Jack Nicholson. Charles Manson ist eine Art Celebrity-Krimineller. In den späten 60ern war Los Angeles das Mekka der Musikindustrie. In Los Angeles herrschte ein lockerer Lebensstil. Liebe, Sex und so. Deswegen zogen die Leute hierher. Neil Young kam aus Kanada, Tony Mitchell, die Eagles, James Taylor. Es war eine Szene extrem talentierter Leute. Sie spiegelte das gute Lebensgefühl Kaliforniens dieser Zeit wider. Zwischen 1967 und 69 träumte auch Charles Manson von dem Ruhm seiner Idole, wie den Beatles. Er versuchte, einen Platz im Musikbusiness zu finden. Also ging er zu Partys und hoffte, einen Produzenten zu treffen. L.A. war ein seltsamer Ort in den 60ern. Alles war in Veränderung. Wenn Bob Dylan sang »The times they are changing«, meinte er genau das damit. Einige Musiker kamen direkt von der Straße. Talente wurden auf seltsamste Art entdeckt. Überall konnte ein Plattenproduzent sein. Und Manson faszinierte die Leute. Dieser kleine Typ mit Lederhosen, wilden Haaren im Gesicht und einer Gitarre. Er dachte, er sei brillant und tönte, was für ein toller Sänger er sei. Manson kam seinem Traum näher, als er zufällig Dennis Wilson traf, den Schlagzeuger der Beach Boys. Die Superstars der Surf-Musikszene standen im Frühjahr 68 nicht mehr ganz so stark im Rampenlicht. Dennis Wilson lebte in Topanga Canyon, einem Hippie-Treffpunkt, als ihm zufällig zwei Mädchen der Manson-Family über den Weg liefen. Wilson nahm die Mädchen in seinem Wagen mit zu sich nach Hause. Er ließ die Mädchen alleine, um im Studio zu arbeiten. Als er nachts wieder zurückkam, war sein Haus voller Leute. Viele junge Frauen waren da und zwei Männer. Einer von ihnen war Charles Manson. Die Mädchen hingen sich an Dennis Wilson. Manson witterte seine Chance und versuchte alles, um sich für den Schlagzeuger unverzichtbar zu machen. Manson sah in ihm seine Eintrittskarte ins Showgeschäft. Charles Manson wollte Dennis Wilson gefallen und sorgte dafür, dass es ihm an nichts fehlte. Willst du Drogen? Willst du Mädchen? Und Dennis sagte, klar, warum nicht? Er war kein so ernsthafter Mensch. Er war talentiert, aber hatte auch Spaß am Leben. Also nahm er das Angebot gerne an. Dennis hatte eine Menge Geld und er war fasziniert von Charles. Er hörte zu, wenn Manson über seine verrückte Philosophie sprach. Einige Mädchen der Manson-Family zogen bei dem Beach Boy ein. Der Schlagzeuger sprach in einem Interview im Dezember 1968 offen über seinen neuen Freund. Als ich ihn traf, merkte ich, dass er großartige musikalische Ideen hat. Wir schreiben nun zusammen. In einigen Bereichen ist er dumm, aber ich akzeptiere seine Haltung und habe von ihm gelernt.
Die beiden Männer zogen zusammen über die Partys von Hollywood. Der Guru traf die großen Namen des Films. Dennis Wilson machte Manson mit seinen Kumpels Steve McQueen und Warren Beatty bekannt. Um Anerkennung zu gewinnen, brachte Manson die Mädchen seiner Family mit. Ein Treffen änderte jedoch alles. Dennis Wilson stellte Manson seinem Produzenten Terry Melcher vor. Terry Melcher erinnerte an den Charakter des großen Gatsby. Er war die Quintessenz eines Kaliforniers. Ein sehr reicher, blonder, sportlicher Typ, der italienische Autos fährt. Als Manson ihn sah, dachte er, der wird mir nicht entwischen. Terry Melcher versprach, sich die Kompositionen des seltsamen kleinen Mannes anzuhören. Sie nahmen im Tonstudio von Dennis' Bruder Brian Wilson einige Titel auf. Einer davon weckte das Interesse der Beach Boys. Nach dem Sommer 1968 nahmen die Beach Boys ein Demo auf, das von Charles Manson stammt. Es hieß Cease to Exist und war ein mantraartiger Song. Es war nicht schlecht. Charles Manson hatte es komponiert und den Text geschrieben. Und die Beach Boys machten daraus eine Nummer und änderten den Titel um in Never Learn Not to Love. Charles Manson sah seinen Traum zum Greifen nahe. Die legendären Beach Boys coverten einen seiner Songs. Manson war euphorisiert. Vor seinem geistigen Auge hob seine Karriere im Musikbusiness nun ab. Doch die Dinge entwickelten sich anders. Dennis Wilson hatte genug von der ständigen Gegenwart der Manson Family. Dennis Wilson war rapidement s'apercevoir que Wilson bemerkte bald, dass ihm die Dinge aus den Händen glitten. Seine Villa lag in einem beschaulichen kleinen kalifornischen Örtchen. Und etwa 20 Menschen hatten sich in ihr breit gemacht. Die Nachbarn beschwerten sich über seine lauten, singenden und nackt herumlaufenden Mitbewohner, die den ganzen Tag nur Gras rauchten. Die Situation war ihm über den Kopf gewachsen. Die ganze Geschichte mit der Manson Family in seinem Haus kostete ihn über $100.000, was zu dieser Zeit eine riesige Summe war. Dennis Wilson setzte seine Gäste kurzerhand vor die Tür. Zur selben Zeit erfuhr Manson, dass die Beach Boys den Text seines Liedes geändert hatten und er nun nicht mehr als Songschreiber genannt wurde. Manson wurde wütend und begann, Terry Melcher in seinem Haus zu belästigen. Jenes Haus, das wenig später traurige Berühmtheit erlangte. Charles Manson verfolgte ihn ununterbrochen. Er rief seinen Agenten an, versuchte ihn ans Telefon zu bekommen. Er löcherte Dennis Wilson. Wo ist Terry Melcher? Ich habe ihm Demo-Tapes gegeben. Was geht hier vor? Wann gehe ich ins Studio? Terry Melcher war genervt und zog sogar aus seinem Haus aus. Roman Polanski und Sharon Tate zogen ein. Manson missgönnte anderen ihren Erfolg. Sie wurden zu Feinden, die er bekämpfen musste. So befahl er seinen treuesten Anhängern, die schockierenden Bluttaten des Jahres 1969 zu begehen. Manson wusste, dass Melcher nicht mehr in dem Haus wohnte. Für ihn war das ehemalige Haus des Produzenten jedoch das Symbol seiner Niederlage. Ich glaube, der Ursprung war der Hass und die Rachegelüste gegen Terry Melcher. Er sagte sich, okay, Sie müssen für Terry Melcher und die anderen bezahlen. Auch nach seiner Inhaftierung gab Manson nicht auf. Er war von dem Gedanken besessen, eine Schallplatte aufzunehmen. Von seiner Zelle aus bedrängte er einen Produzenten,
die Titel, die er in Los Angeles aufgenommen hatte, zu veröffentlichen. Im März erschien das Album Lie, The Love and Terror Cult mit einer Auflage von 2000 Exemplaren. Das Cover war eine Parodie des wenige Monate zuvor erschienenen Manson-Covers der Zeitschrift Life. Aus Life wurde Lie. Manson versuchte mit diesem Album ein Image als missverstandener, rebellischer Musiker zu schaffen, dem die Medien übel mitspielten. Über die Jahre wurde das Image seines Kultes von anderen Musikern dankbar aufgegriffen. Die Band Guns N' Roses coverte 1993 einen Titel aus Mansons Album. Das T-Shirt von Sänger Axl Rose zeigt das berühmte Manson-Foto. Sie wollten gefährlich wirken. Sie dachten, es sei besonders punkig. So talentiert war Manson nicht, aber sie konnten sagen, ich nehme einen Titel von Charles Manson auf. Von seiner Zelle aus hält Manson seinen Mythos am Leben. 1993 veröffentlichte er eine Kollektion von Liedern mit dem Titel At St. Quentin, das Gefängnis, in dem er saß, und eine Referenz an Johnny Cashs Album Live at St. Quentin. Das Cover ist eine Parodie des Beach Boys-Albums Pet Sounds. Manson inszeniert sich als friedvoller Folksänger. Viele Künstler sind heute noch von Manson fasziniert. Nicht nur die Düsteren und Schrägen. Die Kultrocker The Brian Jonestown Massacre beziehen sich auf Manson. Rapper wie N.W.A., Ice Cube oder Dr. Dre auch. Und die erfolgreiche Stadionrockband Kasabian gab sich den Namen eines von Mansons Anhängern. Charles Manson sickerte tief in die Popkultur ein. Manchmal wird dabei übersehen, dass auf seinen Befehl Menschen sterben mussten. On en vient presque. Wir haben den Horror von Mansons Verbrechen weitgehend mit dem Subkulturaspekt überdeckt. Und mit der Tatsache, dass Manson die letzten Tabus in Amerika gebrochen hat.